zu Pokémon Blattgrün. Also solltest wir hier die Spielhalle betreten. Hey, willst du mich ablecken? Nimm ein paar Münzen. Ja, danke. Hier kann man ziemlich gut abkassieren jetzt bei ein paar Leuten. Du musst die Walzen genau im Auge behalten, weil sonst wird sie zu teuer. Wie geht's dir? Brauchst du ein paar Münzen? Ja, die sind ja unglaublich sozial. Mist, ich hab noch mehr nicht genug Münzen für das Pokémon. Und hier ist die einzige Spielhalle in der Pokémon-Geschichte, wo man auch tatsächlich Münzen auf dem Boden findet. Münzen sind ansonsten etwas, also außerhalb von diesem Spiel, was man eigentlich nur gewinnen kann oder sich eben ertauschen kann. Es kommt auch sonst nicht vor, dass die Trainer hier einem einfach Münzen schenken. Ich meine, das zeigt vielleicht, wie zugetrönt sie sind, mehr oder weniger. So, jetzt mache ich mal das hier, ein Pokémon-Drucker. Auf der Rückseite deines Trainerpasses, Tronk, für die 50 Poké-Dollar mache ich einfach mal, auch wenn mein Team gerade nicht vollständig ist. Und mal Sepia. Blatz. Dann Pokémon auf Druck ist fertig. Und ja, jetzt sehen wir das hier auf dem Rückpass. Aber wie gesagt, das ist ja noch nicht mein vollständiges Team. Sobald es vollständig ist, werde ich da auf jeden Fall nochmal ein Bild für machen. 100, sehr, sehr schön. Also das ist hier immerhin einigermaßen vorteilhaft, sage ich mal. Und der Einarmige bei dir ist ja auch nicht so schwer. Also ich finde, hier ist die Spieler tatsächlich am besten gemacht von allen Spielen. Wobei es in Gold, Silber immerhin dieses Memory-Spiel gab, was ich persönlich besser fand als einen einarmigen Banditen. Aber trotzdem, ja, so rein vom Umfang, oder so rein von den Münzen, die man hier bekommt, ist das hier schon cool. Hey! Du hast Wichtigeres zu tun, Champion des Spiels. Die Arenaleiterin von Musmania City heißt Erika. Sie ist so ein Pflanzen-Pokémon. Sie wirkt interessant, doch man sollte sie nicht unterschätzen und... Oh, ich muss weiter zocken. Sag mal, du wirfst deinen Job hin, um hier zu zocken. Hallo, dein Job ist es, in der Arena zu stehen. Ja, es ist das einzige Mal in der Pokémon-Geschichte, dass man den Typen hier nicht in der Arena sieht. Der ist sonst immer da. Also, in Schwarz und Weiß zumindest heißt der Guido. Ich weiß nicht, ob er hier auch schon Guido heißt. Aber ja, auf jeden Fall, der ist sonst immer da. Und das ist das einzige Spiel, wo er sich eine Auszeit nimmt, weil er gerade am Zocken ist. Das ist auch mal sehr interessant, sage ich mal. Na gut. Hey, ich glaube, jeder Spieler hat mal eine andere Gewinnchance. Das war tatsächlich so in der... Oder zumindest in Rot-Blau-Gelb. Ich glaube, hier ist es aber nicht mehr so. Psst, hör mir zu. Was hat dieses Spiel alle gehört in dem Team Rocket? Willst du auch spielen? Ja, danke. Man gewinnt... Man gewinnt, man verliert. Ja, das fasst es für mich alles hier zusammen. Aber nee, in der SNES, oder da war es tatsächlich so in der Gameboy-Version. Warum ich gleich eine SNES die ganze Zeit sage gleich. Da war es tatsächlich so, dass jeder Automat unterschiedliche Gewinnchancen hatte. Und ich glaube, es war der Automat neben dem hier, wo es so war, dass wenn man das auf dem Game, oder da gab es die Möglichkeit auf dem SNES. Gameboy-Spiele zu spielen, via Modul. Ich meine jetzt nicht Pokémon Stadium auf Nintendo 64, oder würde ich auf dem SNES, und da gab es einen Turbo-Knopf. Und das könnte man dann tatsächlich so machen, dass man zu diesem Ort hingeht, dann auf den Turbo-Knopf drückt, und dann sollte man nach einigen Stunden einen vollen Beutel haben, vollkommen automatisch. Das war ein sehr interessanter Glitch, der damals relativ häufig benutzt wurde. Ich persönlich habe ihn nie ausprobiert, aber scheinbar hat das tatsächlich funktioniert. Wie gesagt, lag auch daran, dass ich diese Möglichkeit, Gameboy-Spiele auf dem SNES zu spielen, niemals hatte. Ich habe es nur auf Pokémon Stadium gespielt. Herrlich, das macht Spaß! Das Spiel ist unheimlich, weil wir schnell davon abhängig. Ja, das ist gut, dass er da warnt. Aber das hat ja heutzutage nicht mehr gereicht, sondern man musste es sperren. Gut, ihr seht schon, die Umwechsel, oder das Umwechsel ist relativ happig. 4000 kostet eine TM. Das bedeutet insgesamt 80.000, wenn man es sich so umtauschen möchte. Von daher werde ich dafür zocken, das ist klar. Ja, aber es ist immer noch viel, viel, viel fairer als Gold, Gold und so. Hat eine TM 10.000 gekostet und das war eigentlich komplett unmöglich. Nee, man kann so deine Münzen gegen Preise tauschen. Einen Vorteil hat es, man kann hier 500 gegen 10.000 tauschen. Früher ging es nur... 50 Münzen für 1000 Pokémon. Das hat da teilweise ewig gedauert. So. Gut, also wie funktioniert das? Wir sehen das jetzt hier. Und wenn wir jetzt einmal mit der Steuer kurz nach unten gehen, wählen wir eine Münze aus, die wir setzen. So wählen wir zwei aus. So wählen wir drei aus. Und je nachdem, wie viel wir setzen, desto mehr können wir auch gewinnen. So. Das hat schon mal gut funktioniert. Wir haben jetzt nur drei zurückbekommen. Aber an für sich muss man natürlich versuchen, etwas mehr zu bekommen. No. Ja, das war doch zum Beispiel schon einigermaßen gut. Und so werde ich jetzt ein wenig zocken
Und dann sehen wir uns hier gleich wieder, wenn ich genug Geld habe. Wir wieder. Hat jetzt ein bisschen gedauert natürlich, aber ja, wir haben uns so einigermaßen nach vorne gearbeitet. Und ich glaube, jetzt kann ich das Ganze erst einmal beenden, würde ich sagen. Gut, ich muss mir jetzt nämlich einige Sachen holen, wie ihr wisst, beziehungsweise möchte mir einige Sachen holen. Das erste, was ich mir holen möchte, ist tatsächlich Donnerblitz. Denn das ist natürlich etwas, was ich sehr elementar für Blitzer möchte. Und Donnerblitz an sich, ich meine, ich habe es jetzt nicht vom Banjo Bob bekommen, wie ihr gesehen habt. Also das ist nicht so einfach. Und wie ihr seht, kann es Evoli leider auch jetzt noch nicht erlernen. Von daher, ich wollte das Ganze trotzdem schon mal holen. Was ich außerdem haben möchte, ist ja zum einen Holzkohle tatsächlich für Vulnona, also beziehungsweise für Vulpix, sobald es Feuerattacken kann. Dann möchte ich Wundersaat für Bisasam. Und dann möchte ich hier die gelbe Flöte. Denn mit der gelben Flöte kann ich jetzt halt Verwirrung lösen. Das ist unglaublich nützlich, sage ich mal. Von daher werde ich die auch jetzt gleich nach ganz oben tun, tatsächlich. Und ich soll vielleicht sowieso mal ein paar Sachen verkaufen, weil ansonsten wird hier mein Beutel voll sein demnächst. Und das ist nicht so cool. Aber ja, das sieht jetzt gut aus. Flammenwurf warte ich erstmal noch, weil ich meine, ich muss Vulpix an sich nur das Level 29 trainieren. Ich glaube, das mache ich tatsächlich auch. Aber ja, die Frage ist natürlich, wann und wo. Ich würde sagen, ich beginne jetzt relativ bald damit. Was ich jedoch jetzt erstmal machen sollte, ist, ich sollte erst einmal diese Stadt verlassen und jetzt nach hier gehen. Oh, ich hab gehört, du hast meinen Kollegen voll gedisst. Ey, du kriegst nichts von mir. Moment, ich hab hier was. Was? Oder kann ich das haben? Ja, ich hab den anderen das nicht gegeben, weil er assi war. Boah, Doc, das ist nett, ey, danke. Oh. Weißt du, was du von der City möchtest? Oh, dann lass du passieren. Ich teile den mit den anderen Wächtern. Aber die sind assi. Aber nein, hey, ich weiß gar nicht, was du für Probleme mit denen hast. Und danke für die Erfrischung. Ja, das war halt eine interessante Möglichkeit. Ich werde es City einfach erstmal ignorieren. Das war eine interessante Möglichkeit tatsächlich, um diesen Weg zu sperren. Ich verstehe es zwar nicht ganz, wie gesagt, warum sie Tee möchten. Ich meine, ja klar, Tee frischt angeblich den Durst, aber so wie die aussehen, hätten die eher ein Tafelwasser gebraucht, was man ihnen ursprünglich auch tatsächlich hat geben müssen. Von daher erscheint mir das Ganze etwas merkwürdig. So, jetzt werde ich gleich wieder einen kleinen Cut setzen, denn ich muss jetzt mal kurz schauen, wie viele Pokémon ich denn jetzt schon beisammen habe. Weil ich brauche... Achso, scheiße, der gibt mir erst den Detektor. Fuck. Stimmt ja. Verdammt. Verdammt. Ich kriege den EP-Teiler erst bei 50 Pokémon. Ah! Ich krieg die absolute Krise. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass der mir den mit 30 immerhin schon gibt. Und ich dachte eigentlich auch, dass es hier wäre. Aber da habe ich mich jetzt mal getäuscht. Und es ist unglaublich ärgerlich, weil... Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was einfach unausgereift ist, muss ich leider sagen. Weil so viele Pokémon, um den EP-Teiler zu bekommen, what the fuck? Ich meine, es ist nicht der OP-Teiler, ja? Es ist der ganz normale EP-Teil. Das würde ich für die Pokémon brauchen, die ich mit mir auch herumtrage. Ach, grüne Neune. Gut, dann muss ich jetzt erst einmal mit Evoli trainieren tatsächlich. Oh, das wird so die Hölle. Oh mein Gott. Das wird einfach so die Hölle. Gut, schauen wir mal, wie weit wir kommen, ne? Ich hoffe weit. Aber jetzt reden wir doch mal mit dem da. Verschwinde vom Poster, oder ich muss... Was musst du, hä? Ne, wie gesagt, also das wird echt nicht lustig. Ich muss, wie gesagt, Evoli bis Level 30 trainieren, damit ich es zu Blitzer entwickeln kann. Als Blitzer lässt es sich dann gut trainieren, aber bis dahin... Naja, schauen wir mal, wie viel Schaden wir machen. Boah. Schön, Hyperzahn kriege ich ab. Also das wird auf jeden Fall nicht lustig. Ich glaube, darauf können wir uns einigen, zumal ich
nicht so die ultimativen Heilungsalternativen habe. Gut, wenigstens bei der Init brauche ich mir bei Ruckzuckhieb keine Sorgen machen, aber die nächsten Kämpfe werden auf jeden Fall nicht so chillig und ich werde noch einiges ertragen müssen. Vielleicht werde ich tatsächlich Vulpix außerhalb der Kamera bis zum nächsten Part noch ein bisschen trainieren. Also zumindest einigermaßen minimal, was ich damit meine, vielleicht so auf, also zumindest Level 25 vielleicht, damit ich es einigermaßen gut benutzen kann. Wie gesagt, Konfusstrahl kommt ja noch. Muss aber sein, dass unser Versteck entdeckt werden könnte. Ich meine, klar, ich könnte natürlich auch noch ein bisschen für Flammenwurf trainieren, aber nee. Seltsam, hinter dem Poster ist ein Schalter. Tja. Oh, wie praktisch. Und da ist das Rocket Hauptquartier wieder mit einem relativ coolen Bild. Und ja, das erste Team Rocket Hauptquartier steht an, relativ unvermittelt. Das gebe ich zu. Wir sind hier so ziemlich mitten ins Geschehen geworfen, ohne da irgendwie groß einen Vorläufer zu haben. Aber ja, so läuft das mal, würde ich sagen. Einfach, ja, drin. Das ist so ziemlich auch die Methode oder die Methodik von Team Rocket, die ich so bisher beobachten kann. Also, da wird nicht relativ großes Aufsehen gemacht, damit ihr versteht, was hier eigentlich los ist. Trotzdem eine kurze Hintergrundstory. Was macht Team Rocket hier eigentlich? Also, das Ganze funktioniert so. Prismania City ist an sich eine sehr florierende Stadt. Ja, die ist relativ groß, hat natürlich den Game Freak-Sitz, was die Stadt einigermaßen berühmt macht. Ich wechsle. Warum ich wechsle? Nun, das liegt größtenteils daran, dass ich zweimal Routenschlag abbekommen habe. Aber ja, wie gesagt, eine sehr florierende Stadt, die auf einem sehr, sehr guten Niveau verläuft, sage ich mal. Das ist, wie gesagt, tatsächlich so, dass aufgrund eben der sehr zentralen Lage zum einen, es sieht ja sehr nah an Safronia City dran, und zum anderen wegen den sehr schönen Plätzen, dem Game Freak-Sitz und natürlich dem sehr großen Markt, hier auch sehr, sehr viele, ja, Trainer tatsächlich hinkommen. Das ist etwas, was für Prismania City sehr tragend ist. Und das hat sich dann Team Rocket irgendwann zunutze gemacht und hat diese Spielhalle entweder gegründet oder übernommen, das wird nicht ganz ersichtlich. Auf jeden Fall heißt es offiziell die Rocket-Spielhalle. Es könnte sein, dass sie es gegründet haben oder es könnte sein, dass sie es umbenannt haben. Auf jeden Fall, was sie gemacht haben, ist, sie haben diese Spielhalle genutzt, um die Trainer abzuziehen. Und naja, wer diese ganzen Glücksspiele kennt, der weiß, dass in der Regel immer nur die Bank gewinnt. Und die Bank gewinnt in der Regel richtig fett. Und das hat sich Team Rocket eben zunutze gemacht, um hier mächtig abzukassieren. Und man hat die ja gesehen, wie sie dort rumgelaufen sind und relativ freizügig verkündet haben, jawohl, wir haben einen Haufen Asche, die wir hier machen. Und es ist scheinbar wirklich so, dass die hier einigermaßen schalten und walten lassen können und die Polizei nicht gegen sie ankommen kann oder die Justiz. Das kann zwei Gründe haben. Zum einen natürlich, weil ja scheinbar die Polizei dem Team Rocket militärisch unterlegen ist. Man kann ja keine ganze Organisation bestrafen, beziehungsweise verbieten. Also es ist so ähnlich wie in Deutschland, würde ich mal sagen. Ja, das braucht ewig, bis so etwas tatsächlich verboten werden kann. Ich glaube, das kann man einigermaßen, ja, vergleichen, oder? Und dass ich jetzt wechseln muss, sollte vielleicht klar sein. Aber ja, wie gesagt, das ist, wie gesagt, wahrscheinlich einfach die Art und Weise, wie es hier läuft. Und dann natürlich die Tatsache, die man auch nicht außer Acht lassen sollte in diesem Fall, dass Team Rocket natürlich einfach einen enormen Einfluss in der Stadt hat. Dadurch, dass sie eben diese Spielhalle betreiben, haben sie sehr große Teile vom Tourismus tatsächlich in der Hand, weil eben sehr, sehr viele deswegen kommen. Und sind auch sehr, sehr große Geldanleger. Also wenn es hier so etwas wie Banken gibt, dann hätten sie auf jeden Fall einen großen Anteil, was dieses angeht. Insofern lässt es sich erklären, warum Team Rocket hier einfach einen großen Einfluss in der Stadt hat. Jetzt seht ihr, wie die gelbe Flüte funktioniert. Und sie ist kein einmaliges Item. Die gelbe Flöte kann jederzeit eingesetzt werden. Und das ist verdammt cool. Es gibt noch andere Flöten, die man jederzeit einsetzen kann. Tatsächlich, so jetzt kann sie Konfusstrahl lernen. Das wird neben Irrlicht auch sehr nützlich sein. Dafür gebe ich mal Rotenschlag weg. Aber ja,
Wo war ich denn jetzt? Okay, ich wollte gerade noch irgendwas sagen, ich habe es aber vergessen. Von daher werde ich einfach zu Team Rocket zurückkommen. Ach ja, genau, zu den Flöten wollte ich noch sagen. Es gibt noch die blaue Flöte, die weckt einem bei Schlafen sofort auf, ist aber hier obsolet, weil es hier die Pokeflöte wieder gibt. Hier gibt es ja nur hier und Rot-Blau-Gelb als Basis-Item. Die blaue Flöte war praktisch dazu da, um dieses Item zu ersetzen. Hat mehr oder minder gut geklappt, sage ich mal. Also wirklich ersetzen. Ich meine, es war ein Basis-Item. Das hier ist kein Basis-Item. Aber es hat immerhin insofern einen Nutzen davon getragen, sage ich mal. Als dass, ja, diese ganze Thematik wieder belebt wurde, dass man doch Flöten eigentlich unendlich oft ein... oder dass es Items geben sollte, die man nicht nur einmal einsetzen, sondern ganz, ganz oft einsetzen kann. Diese Grundidee war da relativ entscheidend. Und die findet sich dann hier auch ganz stark wieder. So, ich glaube nicht, dass ich das mit dem Hochzugib schaffe. Von daher muss ich jetzt mal auf die Items zurückgreifen, die ich davor geholt habe. Und das ist jetzt eben der Vorteil. Limonade halt gleich 80 auf. Jo, das brauche ich nicht. Aber ein Sprudel 60. Und das war so viel billiger als alles andere, was ich mir hätte holen können. Also glaubt mir, das lohnt sich auf jeden Fall. Wow. Habt ihr gesehen, wie viel Schaden er mit Karalschlag gemacht hat, obwohl sein Angriff halbiert ist? Das ist krass. Also das ist wirklich krass. Ich meine, klar, Vulpix hat eine sehr gute physische Verteidigung, aber trotzdem, das ist durchaus stattlich. Und wie gesagt, das sollte einigermaßen erklären, was hier eigentlich mit Team Rocket ist. Sie sind sozusagen die Mafia dieser Stadt. Jeder weiß in etwa, dass sie hier sind. Nur keiner kann so wirklich gegen sie angehen. Und vor allem weiß auch keiner wirklich, wo ihr Versteck ist. Klar, dass sie irgendwie diese Spielhalle drin hängen, das weiß man. Allerdings, dass hinter dem Schalter... Das hinter dem Poster ein Schalter, das wusste niemand, weil, ich meine, klar, die sind komplett verblödet. Könnte man erstmal denken. Ich glaube, das liegt aber eher daran, dass die alle dass entweder die Leute komplett am Zocken sind und sich gar nicht darauf konzentrieren. Das heißt, wenn der andere sagt, schau nicht hinter den Schalter, denkst du, yeah, ja. Yeah. Oder irgendwie so, oder eben, das sind irgendwelche Touris, die das eh nicht checken und die es eh nicht interessiert. Das ist auch meine Interpretation von dem Ganzen. Ich weiß, ich gehe da relativ weit, aber es ist dennoch, denke ich mal, ganz interessant, tatsächlich sich auch ökonomische Strukturen im Pokémon etwas vorzustellen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil man sich da nämlich in Rot, Blau und Gelb noch ein paar mehr Gedanken gemacht hat als später. Was nicht heißt, dass man sich später keine Gedanken mehr gemacht hätte, um Gottes Willen. Aber damals hatte man eben eine Sache, die sehr, sehr besonders war. Nämlich... Und jetzt überlege ich gerade... Nee... Ich heile jetzt mal nicht, weil ich glaube, das Ding wird einfach weiter Smog einsetzen. Das hat einfach eine zu hohe Chance zu vergiften. Aber nee, wie gesagt, worauf ich da hinaus wollte, ist, dass man damals, wie gesagt, sich Japan vorgestellt hat und diese Region Kanto genommen hat. Man muss dazu sagen, die Region Kanto wird in Rot-Blau-Gelb nicht namentlich genannt. Also nicht ein einziges Mal im Spiel wird diese Region explizit mit Kanto angesprochen. Das war erst in Johto, dass diese Region einen Namen bekommen hat, aber sie sollte, und das wusste man schon damals, an die Region Kanto aus Japan anlehnen, die es ja in der Wirklichkeit gibt. Und da dachte man eben, ja, wie wäre es denn, wenn es in dieser Region Pokémon gäbe? Deswegen haben wir auch die zentralste Region von Japan genommen, nämlich eben um Tokio herum. Später haben wir dann andere Regionen genommen, Johto, was direkt daneben liegt, Höhen, was etwas abseits liegt, und ich glaube Sinnoh, was eine Art Halbinsel in Japan darstellt. Gut, Halbinsel ist Blödsinn, weil ganz Japan ist eine Insel demzufolge, aber ja, Sinnoh war auf jeden Fall der größte Aufstand, der von Japan bisher genommen wurde. So viel war danach tatsächlich nicht mehr übrig. Ich glaube, einen kleinen Teil von Sinnoh hat man ausgelassen, den man theoretisch noch irgendwann hätte erkunden können. Aber es bleibt auf jeden Fall sehr spannend, darüber nachzudenken, würde ich mal sagen. Und wie gesagt, einfach weil man gesagt hat, man nimmt sich praktisch mitten aus diesem Bereich etwas heraus von Pokémon oder ja, von Japan und implementiert Pokémon da rein. Glaube ich, hat man sich hier gerade ökonomisch viel mehr Gedanken gemacht. Ich meine, diese Anlehnungen an Mafia, die sind nicht von ungefähr, sag ich mal.
Und genauso ist es auch nicht zufällig, dass eben Safune City da liegt, wo Tokio liegt. Und genauso ist es auch nicht zufällig, dass Major Bob der Blitzstelle Amerikaner heißt. Das hat schon alles so seine Idee. Und deswegen, finde ich, kann man das durchaus auch unter solchen Gesichtspunkten untersuchen. So, gut. Habe ich mal Evoli geheilt. Und ja, ich würde sagen, ich mache dann hier auch tatsächlich erstmal Schluss. Danke für die Aufmerksamkeit in diesem Part. Pokémon Blattgrün, meine lieben Freunde. Danke für den Daumen hoch. Das nächste Mal werden wir dann das Team Rocket Hauptquartier weiter erkunden. Hoffentlich so weit wie möglich kommen. Ich freue mich auf euch. Bis dann.